Moin, moin, moin. Ich glaube, die schlafen hier alle noch. Nö, nö. Sind die eingeschlafen? Moin. Moin. Oh, alle wieder wach. Das ist auch ganz einfach. Steuerbord sollst du auf der
aus Toulouse. Da kommt, siehst du gleich, wenn ich da komme. Siehst du? Hier bleiben. Abends wird es aber kalt. Nach Hause wollen wir. Gleichzeitig bearbeitet. Sie wird hier auch niemals komplett B- oder Entladen.
zwei dieser riesigen Schwimmdocks hier bei uns im Hamburger Hafen in den Anschluss wurde Dock 10. Dock 10 haben sie jetzt allerdings nach Bremen geschafft, denn die Bremer können nicht nur Wetzbier brauen, die können auch große Hallen irgendwie schön für diese Docks bauen. Diese große Halle wird benötigt, wie ihr seht, vor zum Beispiel nicht mehr so ein Platz. Und dann kommt eine große Halle über das Dock 10 und dann wird es wieder zurückgebracht und hier wieder die Hände liegt auf der Steuerung rein. Und dann kann man da auch schön verarbeiten, ohne sie von den Wetterschutz zu ziehen. So, der liegt hier noch der Backbordseite, kommt jetzt gleich wieder die Landungsbrücke. Die Landungsbrücke ist eine der längsten Wasserbahnen in Europa. Das ist eine Schwimmbrücke von vorhanden. Das bedeutet, dass die Schwimmbrücke mit dem Strom nach oben und mit dem Strom wieder nach unten. Durch 90 Brücken mit dem Fenster. Bei einem der Brücken sind das runtergelaufen. So, und zurück zur Steuerbordseite, da haben wir auch was ganz Besonderes. Da liegt die Azura. Die Azura ist ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff mit Fahrtkette nur und fast noch 11-17. Das ist aber kein Schwimmdock, das ist ein Tropfdock. Tropfdock bedeutet ein großes Hafenbecken, verschlossen an einem Tor. Wird einfach weggezogen, das Hafenbecken vollgepumpt wurde mit Wasser. Dann wird das Tor weggezogen mit Hilfe der Schlepper. Dann fährt das Schiff hinein, das Tor wird verschlossen und das Wasser wird wieder rausgepumpt. Somit liegt die Azura jetzt unten auf dem Dock und kann natürlich von allen Seiten bearbeitet werden. Man macht hier auch ein paar Sasse, man zeigt auf den Wasserboden, die Seiten, die Seiten, die Seiten, auch Ausbau, die das Bauwasser
Ein kleines Witcher.